Ich meine, es kommt unendlich Zombies. Ja, ich glaube, wir gehen jetzt hier noch einmal hierher und dann war's das. Alter, One Hit einfach. Also, das ist so krass. Dieses Messer ist so cool. Ich gehe schon wieder in Häuser rein und fange an zu looten. Ich krieg das Kotzen. Schöne Waffe, Ara, für dich hier. Schöne Waffe. Wie viel hat die? 148 auch. Ach. Ja, wie kann denn das sein, dass die alle 148 haben? So, ja, da, es gibt keine Unterschiede. Pro haben die 148. Egal welche Waffe, egal was. Sedge, aber ist so. Müssen wir akzeptieren. Ich verstehe das nicht. Du tust sie halt eigentlich nur modifizieren mit verschiedenen... Oh, was ist das denn? Ungewöhnlicher Nahkampf. Einschlag, oh, das ist neu. Das ist cool. Mache ich Strom? Strom haben wir schon auf vielen Waffen. Ich würde einfach sagen, wir machen das hier. Gewährt einen kleinen Boost für physischen Schaden und Kraft. Aufeinanderfolgende Treffer tritt zudem der Effekt Traumatisieren ein. Ja, geil, komm, wir machen das auf die Keule. Und wir machen hier noch... Boah, wir könnten... Erhöht die Kraft, verringert dafür die Angriffsgeschwindigkeit. Nee, Feder. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit, verringert dafür... Das passt eigentlich, ne? Wir können schneller zuschlagen mit der Keule und traumatisieren dadurch. Ich glaube, das ist eine coole Modifikation. Klingt gut. Gut, und der Rest ist halt... Ja, komm, hier nochmal recyceln. Wann können wir schon Stufen... Alter, wir können die Waffen auch schon wieder Stufen anpassen. Das kostet 5000! Oh mein Gott, nee, komm, ich lass das. Wie machst du das? Ja, wenn du hier dran gehst, einfach drüber gehen, ist F1, wenn das unten da steht. Wenn die Waffen unter deiner Stufe sind, kannst du die anpassen. Ah, da, ja. Kostet aber halt 5000, die blauen. Weil die blauen hängen halt mittlerweile auch schon hinterher. Wir sind ja 8 und die sind Level 7 beide. Ach du Scheiße. Aber die machen halt schon extrem Schaden mehr. Aber 5000, ich habe jetzt 9300. Ich gehe erstmal verkaufen. Ja, eben. Dann kann man ja sehen, wie viel Kohle man hat. Für dich. Achso, die Danke. Grüne Waffe wollte ich noch mitnehmen. So. Okay, wir können. Oh, mitnehmen. Los geht's. So müssen wir lang dahin. Ach, hier wieder die Garage. Stimmt ja, da war ja was. Da sind sie drin, ja. Und einer. Noch mal angreifen? Und einer ist davor. Okay. Ja, warum nicht? Haben wir die Batterie wieder hier? Wir können ja unsere Kombi machen. Wir können innen durchgehen. Wie? Hier? Ah. Strom ist nicht gut! Gott! Ara, was hast du getan? Da explodiert noch mehr! Weg, 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 weg! Er haut einfach mit dem Strom mitten in die Fässer rein hier. So, aber das war ein First Strike. Also. Hast dich selber auch noch fast First Strike. Das kann man so nicht sagen. Ich lebe ja noch. Also, ich war ja zu keinem Moment in Gefahr. Haben wir alle gesehen. Alle gesehen. Ja, also raus. Ich wusste von... Und mein Spiel ist gecrashed. Im Chat gesagt, ich glaube sogar Darkstar, dass alles resettet wird, auch wenn du gar nicht rausgehst aus dem... Genau. Ding. Also auch der ganze Stuff wird respawned. Genau, du hast halt Respawn-Zeit, ja. Oh Mann, ich bin gerade frisch gejoint, Ara. Und ich kann hier wieder alles looten. Ja, dann leg los. Warte halt kurz. Oh. Ja, ich gehe nochmal ganz kurz so grob durch. Achso, was man auch machen könnte, nochmal reparieren. Ich sehe gerade, mein Messer ist ja fast im Ass. Ich will auch nicht reparieren. Aber die Mods sind noch alle dran. Schon nicht weit, das ne? ist schon krass. Du willst aber Spiele chillig durchspielen, oder? Es speichert alles ab, wirklich alles, was du aufgenommen hast. Ja, und das ist doch dumm, wenn ich neu joine, dass ich die Waffen neu looten kann. Ja, klar ist es dumm, trotzdem ist es so. Das heißt, du bleibst, als wenn wir irgendwann mal eine blaue Waffe finden, ne? Bleibst du da stehen und ich connecte immer wieder neu. Raus, rein, raus, rein, raus, rein. Ja, das ist ja... Das müssen die fixen.
Okay. Was ist das? Ist das ein neuer Gegner? Das ist der Bienenmann. Oh mein Gott, das ist der Bienenmann! Shimmy! Ja, das war die Keule. Schwarmgier, das war ein Schwarmgier. Das war nicht Bienen, das war ein Fliegen, kann das sein? Das macht mehr Sinn. Ein Schwarm war das, keine Ahnung, was das war. Oh, Mach einfach die Tür auf. Kommt so ein Zombie aus Versehen dran, weißt du? Die haben ja eine Kamera. Ja, wahrscheinlich. Wir sind wieder zurück, Leute, in unserer Luxusvilla. Bisher war es immer so, dass die Räume, die man schon mal geöffnet hat, auch offen sind nach dem Reconnect. Also, die bleiben offen. Also, bei Darkstar nicht. Bei Darkstar respawnt nie irgendwas. Hey, pack your bags. It's time for us to get out of here. Aber du hast auch die deutsche zensierte Version, ne? Vielleicht ist das Loot... Hab mir doch gesagt. Echt? Kurz. Wo war das? Ich habe hier noch Kuchen. Oh, Johnny! Ja, hier. Ja, kann man und Loot regeneriert sich mit der Zeit auch wieder. Hat er mir geschrieben. Okay. Oder es war für irgendwas anderes. So, ich gehe jetzt erstmal zum Händler. Also noch verkaufen, nicht ausmachen. Ja, wir machen hier noch chillig alles. Hä? Was? Liegt hier schon wieder ein Plan? Hast du auch wieder einen Plan hier? Ungewöhnlicher Nachkampf. Oha, ja. Oha, lass hier stehen bleiben und immer wieder reloggen. Oha, hier ist übrigens der Lagerschrank, ne? Den haben wir schon die ganze Zeit gehabt. Wo ist er? Da. Oha, ja, dann fröhliches Verkauf nachher. Vielleicht war er nicht aktiv. Kann sein. Das kann sein. Oh, was ist das denn? Eine krasse Mistgabel hier zum Kaufen. Ich verkaufe alles außer die zwei blauen. Ich brauche nicht mehr. Ah, wobei, die waren schon cool. Verkauft. Was, unser krasses Messer auch mit Elektro-Dings? Heavy. Das vom Anfang? Das ist grün, das wird niemals besser sein als ein blauer. Klar, nee, schon, aber nicht vergessen, die gehen halt kaputt, die Sachen. Und wenn du dann ohne Waffe da stehst, dann, ja, scheiße. Dann nimmst du eine von den Waffen, die du zwei Minuten davor gelootet hast. Dein Inventar ist innerhalb von fünf Minuten komplett voll mit Waffen. Ach, so ein Sack bist du. Okay, ja. Verstehe. Das sagt der, der keine Medikits benutzt und lieber seinen Teammate dafür nutzt, weißt du? Ja, natürlich. Der Geiz halt. Ja, alles klar. Ja, ja, gut. Oh, hier, Stoff habe ich 99. Kann ich da einzelne verkaufen? Ah, ja. Soll ich wirklich alle Grünen auch verkaufen? Machen wir das so? Bleib mir auf du spielst, Farben? Das ist dir doch überlassen. Also ich finde da keinen Sinn drin. Wie viele Waffen hast du in Blau? Zwei. Okay, komm. Ich habe auch zwei. Machen wir. Testen wir. Und außerdem, wie gesagt, wir finden... Ich spiele nur die zwei. Ich bin jetzt die ganze Zeit, wo wir unterwegs waren, nur mit den zwei Waffen habe ich gekämpft. Mit nichts anderem. Alles klar. Also, ich brauche keine Ahnung. Warum soll ich was behalten, was ich noch nie benutze? So, ich habe jetzt 22.000, Bruder. Okay, dann verpasse ich. Was können wir kaufen? Ja, gibt's aber auch nichts, was du kaufen kannst, ne? Gibt's halt seltene Legierungen, die man kaufen kann. Kaufen wir einfach mal aus Verdacht. Es gibt doch oben diese spezielle Mistgabel und... Hä, was? In Blau? Ach, Blau habe ich nicht geguckt. Ja, ich kaufe mir jetzt auch nichts Grünes. Wobei die spezielle Mistgabe wahrscheinlich, aber die habe ich mal davon abgesehen eh nicht, von daher. Ja, also hier gibt es für mich komplett gar nichts. Wir brauchen mal neue Händler. Und Stuff, was verkauft man am besten? Ich habe alles jetzt verkauft, wo ich voll bin. Also 99. Da habe ich jetzt so ein 20 immer verkauft. Ich habe jetzt 80 Stück noch. Okay. 20 verkaufen. Tatsächlich, ne? Hier ist eine Keule. Nee, hey, wie geht das? Ich habe zwei in den Vorrat. Ah, krass. Also Sachen, die wir liegen gelassen haben, kriegen wir hier in den Spind rein. Können wir jederzeit wiederholen.
Das ist heftig. Das ist ja ein Spiel für Babys, langsam. Also das ist ein Überloot-Spiel. Ja, und selbst wenn du vergisst, Waffen zu looten, die du aber anscheinend getroppt bekommen hast, ich glaube nicht, dass Sachen, die in der Gegend rumstehen, ich glaube, die zählen da nicht mit. Das ist das normale Loot, was in der Welt liegt oder in Schränken und Kisten versteckt ist. Der kommt nach einer Zeit wieder. Aber dass diese Garage von euch wieder zu war. Auch die Spezialkisten der Looträume füllen sich nicht wieder. Ach so. Ja, bei uns schon. Ah! Bist du neidisch oder was? Kannst du mit uns in der Lobby mit rumspielen? Das liegt sicher an unserer Zusatzversion, wo wir 20 mehr dafür bezahlt haben. Genau. Deswegen, das wäre so schlecht einfach, dass wir deswegen einfach endlos viel mehr Loot haben. Das wäre eine Katastrophe. Ja. Also ich bin ja hier... Also ich meine, das, was für mich am meisten an so einem Zombie-Spiel eigentlich Materie dran ist, ist halt das Überleben, ne? Ja. Und also das hier, ich glaube, das Spiel geht so gar 0,0 minus 1000% ja, Richtung Überleben. Wir können den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Also ich glaube, du hast recht, wir müssen Schwierigkeits hochstellen. Ja, wobei die Bosse waren schon krass. Ja wobei Bosse ich auch okay, nicht. Ja. Kannst halt easy wegrennen, ne? Also, ich wurde eigentlich immer nur getroffen, wenn ich Creedy gespielt habe. Ja, aber das war jetzt erst Stufe 1, ne? Und da gibt es sicher noch irgendwie, keine Ahnung, 5, 6 andere Zombies, die noch viel stärker sind. Ja. Ja, das auf jeden Fall. Wir haben jetzt Tutorial durchgespielt. Ja, ja ich hoffe, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja gut, bei den Skills, alles gut, alles gut. Physischen Schaden. Warum ist jetzt hier eigentlich was gepinkt? Haben wir noch eine zusätzliche Quest? Nee. Story. Hast du für die Keule jetzt, also für die Kriegskeule, jetzt den Strom, Elektroschocker genommen? Nee, da habe ich das Niederschlagen. Da habe ich ja diese den Mod drauf gemacht, damit ich schneller schlage. Und wenn ich die Gegner mehrfach treffe, werden die sogar gestunt quasi. Das Traumatisierte. Ja. Finde ich, glaube ich, cooler. Dann nehme ich das auch mal mit. Ich meine, mein Messer macht der Strom, da kann man wenigstens variieren. Und der sieht hier, ja nicht gut aus. 10. Erhöht die Kraft, verringert die Angriffsgeschwindigkeit. Schaden verringert dafür die Haltbarkeit. Erhöht die Haltbarkeit und Kraft verringert dafür die Angriffsgeschwindigkeit. Ich glaube, das mit dem Scope wird noch kommen. Nehmen Haltbarkeit. Eins. Du mit deiner Haltbarkeit, das braucht kein Mensch. Ich glaube schon, das werden wir später brauchen. Ganz besonders, wenn du immer alle Waffen verkaufst. Ich glaube daran. Ja gut. Also wir werden sehen, wenn wir das nächste Mal wieder unterwegs sind. Nach 10 Minuten ist unser Inventar voll mit Grünwaffen. Aber okay, gut. Ja, Grünwaffen eben. Wir wollen ja jetzt nur noch blau benutzen. Ja, wenn die Waffen weg sind. Ich habe ja jetzt nur grüne verkauft. Also ich hätte als Ersatzwaffen eh bloß grüne gehabt. Oh, da ist mein Akku alle. Moment. So. Moin, moin. Ja, wollen wir noch hochgehen, die Quest abgeben, oder... Ich bin dabei, ich bin hinter dir. Ja, dann lass das noch machen und dann machen wir dann Morschen oder so weiter. Achso, da. Warte auf Schlechter. Go away. Nein, ich komme rein. Ah, cheer up. I've made contact. Are they coming to rescue us? No, we need to go to them like. There's a doctor in Santa Monica. We? What's this way? Looks like my blood's good for more than absorbent alcohol. Might even save our whole species. Really? Now don't be jealous. This doctor needs me to make a vaccine. You're my plus one. Well, sounds like you're the star of the show now. Break a leg. I could make it alone, no bother. But with Sam and everyone else here, it would be a lot safer.
Da steht bei dir auch der Tisch, ja, ne? Hab ich schon lange aufgenommen. He's made that very clear. Sherlock, I can't. But you could. Bat your eyelashes at him and pack your bags. Come on. I'm not a total egomaniac. I don't know why you think Sam'd risk everything for me. It's a mystery, but he's obviously arse over tit for you. He had his chance. Oh, mein Halsband. Then, wouldn't it be tasty to see him come crawling after you now? Gibt's erstmal ein paar Bondage-Spiele hier mit dir? I'm surprised he hasn't stuck his nose in already. Pesselspiele. Then looks like I'm off to find him. You just think about Sam on his knees. Ach ja, schon süß. So, erfrischend. Neue Schlechterkarte freigeschaltet. Was? Warst du hier hinten auch schon? Oha! Diese Karte ist ein neuer Skillslot, ne? Also ein dritter in der neuen Kategorie Schlechter. Was ist macht das? Gruppentherapie. Nur für Dani Jacob. Stelle dich deinem Zorn. Töte ihn, töte in rascher Reihenfolge Zombies, um Ausdauer zurückzugewinnen. Okay. Muss ich das auslösen? Nö. Cool. Das ist permanent aktiv. Ja. Ich muss aber ganz viele Zombies töten und kriege Ausdauer anscheinend. Oder ich hier ganz viele neue Karten bekommen. Ja. Oha. Eine hier. Lach dem Toten ins Gesicht. Konterangriffe auf Zombies füllen zusätzliche Gesundheit auf. Oh, Alter, okay, das ist halt auch geil. Ist halt auch geil. Ausweichen erhöht Gesundheit. Nee, komm, dann machen wir lieber den Konterangriff. Stürze dich in deinen grausamen Kreislauf des Todes. Töte einen Zombie, um einen kleinen Schadensboost zu erhalten. Alter, okay, da kannst du... Das müssen wir auch machen, weil wir haben den Waffenmod auf die Keule. Wir stunnen mit der Keule. Wir schlagen schnell mit der Keule dadurch zu. Wir kriegen jetzt Schadenboost, wenn wir schnell Zombies töten. Und bei Konterangriffen machen wir halt... füllen wir unsere Gesundheit dabei wieder auf. Also ich glaube, das ist schon episch. Und das bist du, ne? Nicht ich. Wie? Was? Das ist nur für dich, nicht für uns. Ja, genau. Ich habe da andere Karten. Naja. Kosmetikkoffer. Oh, ich habe hier Sachen nicht gelootet. Oh, ein Safe. Ja, oh, Bargeld 500, Alter. Oh, aber ganz ehrlich, ich habe 30.000, also ich... Geld pissig. Dann kommen wir zur nächsten Stufe, Waffe Violett, und er sagt, ich habe kein Geld. Apropos, eine Sache mache ich jetzt noch, bevor wir aufhören. Ich hole mir jetzt 10 Sicherungen. Ich wusste es. Komm mal ran, Bruder. Sicherung. 1, 2, 3, 4. Oh ne, der kann nur maximal 2. Schade.